Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Whispered World. So, wir gehen jetzt mal zum Baum und wir benutzen jetzt mal diese Kappe. Gehen mal ein bisschen schneller. So, wir benutzen jetzt mal diese Kappe. Mit dem Loch. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und... Oh je, ich muss lebensmüde sein. Ja, wir können ja nicht mit der Steinmütze, sondern So rum wird das nichts. ja, das ist mir irgendwie klar. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr. Ich kann Ja, einfach ja, aber ja, von. ja. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Okay, cool. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und. Oh je. Ich muss lebensmüde sein. Ja. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht Ja, glauben, dass mach ich halt. ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Wie soll man denn? Ich brauche eine Minute, Moment. Ich mache kurz Pause. Ich muss mal ein bisschen mir mein Inventar angucken und nachdenken, glaube ich. Das hilft manchmal extremst. Ja. Bis, Moment, einen Moment, ne? Ich habe jetzt nicht wirklich was Neues, aber ich nehme mal die Mütze wieder mit. Ich gehe mal ins Loch nach unten und ich lege hier mal vielleicht schon die Bomben auf die Pfütze. Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm Ah, nein, heraus. nein, 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 Jetzt tu nein. mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Pfütze. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Okay. Jetzt weiß ich auch, für was wir die Hose brauchen. So. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und... Ja, liegt doch Oh unten. je, ich muss lebensmüde sein. Die Mütze passt perfekt. Ja. Also wir haben Munition unten. Die Hose könnte ich als Fallschirm benutzen. Mein Kanonenrohrtrick ist fast komplett. Das Loch ist bereits vollkommen verstopft. Ja. Aber wie zünde ich das da unten an? Marco holt gerade neues Wasser aus seinem Rucksack. Deswegen habe ich jetzt die Chance, dir zu erzählen, was ich will. Ich kann einfach irgendwas erzählen und er kann mir nicht ins Wort fallen. Deswegen darf ich auch erzählen, dass dieser Screen hier auf dem Baum, dass der eigentlich hauptsächlich zusammen, ja, so klingt es, wenn man ein Wasser öffnet. Ja, der hat hauptsächlich den Zweck, das ganze Kapitel zusammenzuziehen und noch mit dem zweiten zu verbinden, weil man hat ja schon einen Ausblick. Das ist eine Sache, die sich wie ein Grundmotiv durch eigentlich alle Spiele zieht, ist halt in Aussicht stellen, wohin die Reise noch geht. Das stimmt gar nicht. Das ist wieder so eine Sache, die ich einfach so erzähle, aber die eigentlich überhaupt gar keine. Trotzdem kann man von diesem Baum aus auf das zweite Kapitel gucken. Ähnlich wie man vom Dach der Anstalt aus auf das dritte Kapitel von Edna Bricht ausgucken kann, das Ja, ich zweite. war gerade nicht da. Was hast du erzählt? Ja, Ich habe also eigentlich schon alles man, erzählt, was es über diesen Screen zu also in sagen den gibt. Wolken sieht man zum Beispiel Simba, Darth Vader und einen Penis. Echt? Ja, da, wenn du Wirklich? den Kopf irgendwie drehst und dann so. Sag mal, ganz im Ernst, du darfst doch jetzt hier nicht während des Entwicklerkommentars Penis sagen.
Entschuldigung. Das geht doch nicht. Ab wann ist das Wort freigegeben? Verdammt. Schwanz. Jo, sag doch mal. Ab 12. Ab 12, ja, dann geht das doch. Zwölfjährige dürfen Penis hören? Das ist mir aber neu. Das wird alles ausgepiept. Man sieht halt Darth Vader, Simba und genau. Piep. Ein Piep. Aber das Gute ist, unsere Bilder sind genau über dem Deshalb sieht man ihn nicht. Ach so, ich dachte eben, ich hätte ihn erkannt. Also, nein, nein. Das soll ich sein, jetzt verstehst du. Nein, das ist doch kein Oh Gott. Nächstes Bild. Okay. Ich versuche gerade zwangshaft Simba und Darth Vader zu. Okay, ja, hier Darth Vader, hier mit den Augen und so, das könnte schon sein. So die Maske so ein bisschen vielleicht. Ja, und das hier hinten muss dann Simba sein. Naja, hier kenne ich jetzt so nicht. Und ich. Ja, und hier muss wohl irgendwo der Piep sein. Ja, gut. Wie zünden wir jetzt dieses Ding an? Ich hab doch. Ich nicht? Warte mal. Ja doch, hier liegt doch was. Das ist Wahnsinn. Das kann unmöglich klappen. Aber was soll's? Schlimmer kann's wohl kaum noch werden. Ja, kann man das irgendwie benutzen? Nein, die liegen hier gut. Und wie bekomme ich euch jetzt angezündet? Ja, eben. Ihr braucht mir nicht zu helfen. Ich krieg's auch so raus. Oh, aber ihr. Okay, okay. Oh Gott. Jetzt, hier habe ich jetzt mal eine ganz konkrete Frage, Marco. Ja? Bomben in dieser Höhle platziert, sprengen irgendjemanden, der oben auf dem Baumstamm sitzt, bis zur Insel. Was hast du dir dabei gedacht? Go! Das ist doch total logisch. Verrat doch nicht alles. Ich weiß, wir wissen es ja eh schon. Ja, die Logik dieses Rätsels hier, ich habe es jetzt erstmal gespoilert, ohne vorher Spoiler zu sagen. Ja, richtig, lass Spoiler. Mich mal einen Schluck trinken. Genau. Das kann auch lustig werden. Wir trinken hier nämlich gerade während der Sprachaufnahme. Wir trinken ja und Wasser. Wird jetzt schon halt irgendwie seltsam. genau, aber Gott sei Dank ist es nur Wasser. Insofern, es ist ein schöner Screen, der gerade dazu einlädt, noch ein paar interessante Fakten über Norderstedt. Nein. Ja, du hast recht. Zu erzählen. Du hast recht, aber eigentlich sollten wir es im nächsten Stream machen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wusstet ihr übrigens, wusstest du, dass ich auch mal für ein Vierteljahr bekannt war als Onkel Norderstedt? Nein. Und mit den Kindern von Norderstedt einen Song aufgenommen habe? Kinder aus Norderstedt hieß das. Mit Song. Ralf Ingo? Nee, das ist wirklich so. Ich mache jetzt kein Scherz. Ich war wirklich. Oh, das müssen wir raus. Das werden wir Onkel nachliefern. Und, genau. Wie Vater Abraham, Onkel Norderstedt. So war's. Wirklich. Wirklich. Es gab sogar T-Shirts. Schäm dich. Und die Kinder aus Norderstedt auf diesen T-Shirts, die sahen genauso aus wie hätten sie wie Lilly eigentlich. Das ist gruselig. Ja, wusste ich selber nicht. Es ist wirklich, es ist furchtbar. Das, das war alles lange vor der Delik. Okay. Ernsthaft? Das ist ja total geil. Ja. Hilft mir wieder ganz genau gar nicht weiter. Der Korken. Ja, hier haben wir noch einen Kommentar. Dann, let's go. Ich weiß gar nicht mehr, was man da macht. Man kratzt mit der Schale Harz vom Baum und steckt auf jeden Fall einen Korken da rein. Oder war das? Steckt man buddelt da einen man noch ein Loch? Und man buddelt hier vorne, genau, der Stein. Ja, man buddelt ein Loch. Man muss den Stein wegtun, damit man ein Loch buddeln kann. Was sehr
Ja, das sind unglaublich wichtige Dinge, die man hier tun kann in diesem Baum. Mhm. Aber es ist der Screen unterhalb des Baums. Genau. Kann man denn durch das Loch in die Baumhöhle? Ja, ne? Ich glaube schon. Wir spoilern wir die ganzen Rätsel hier, nur weil wir uns nicht erinnern können. Nee, man kommt, man das muss springen und hier. Fällt versehentlich in ein Loch. Ja, genau. Das ist, man muss ja auch dazu sagen, Whispered World liegt unendlich weit in der Vergangenheit für uns. Ein bisschen. Ja, das ist, wann hast du damit angefangen, Marco? Sag doch mal, wann hast du mit Whispered World angefangen? Das war auch so 2007 oder so, ne? 2004, glaube ich. Nee, 2004. Ja. 2006, da kann ich jetzt gleich mal was erzählen. Haha. Und zwar, bevor wir The Delic gegründet haben, habe ich zusammen mit unserem Geschäftsführer, mit dem Carsten Fichtelmann, bei DTP, bei einem Hamburger Publisher, gibt es auch nicht mehr. Das war noch vor eurer Zeit. Ja. gearbeitet in der Marketingabteilung. Also Carsten war da halt großer Chef der Marketingabteilung, also Marketing Director. Und ich war, mich hat er halt gerade vom Studium da hingeholt. Also ich war da erstmal Praktikant und dann halt irgendwie was in der Mitte zwischen Praktikant und tatsächlich Angestelltem. Da sollte ich mir halt auch andere Projekte angucken. Da landete tatsächlich auch Whispered World bei mir auf dem Tisch. Das habe ich mir angeguckt und so, oh krass, das sieht so gut aus. Das ist richtig geil. Und nee, da kam nämlich gerade die Nachricht, dass bei Bad Brain Entertainment das Spiel nicht weiter produziert werden sollte und dass Marco Höhlen sein Spiel jetzt quasi der Community schenkt, so zum, wer auch immer die Power hat, es weiterzumachen. Oder so irgendwie so ähnlich ging es. Ja, diese Nachricht kam auch nicht von mir, aber... Achso, die kam auch von dem Kierdorf. Na, natürlich kam die auch von dem Kierdorf. Ja. Ich trotzdem sagen muss, ich danke ihm trotzdem vielmals, weil so wäre das auch nicht in die Öffentlichkeit gekommen. Das Erstaunliche war, möglicherweise wäre das irgendwo in den hinteren Bereichen unserer Gehirnzellen verschwunden, diese Idee, wenn wir nicht nach einem Jahr oder so, nachdem wir die Firma gegründet hatten, dann einen Bewerber im Bereich Marketing bei uns hätten, auf dem Bewerbungsstuhl, also wir hatten halt damals so einen Bewerbungsstuhl, es war halt weniger ein Stuhl, es war halt eigentlich mehr so ein Dornenstrauch, also wo man sich so richtig den Hintern blutig saß, weil es war halt einfach nur ein dorniger Strauch, den wir halt in die Zimmermitte getan haben. Wir haben gesagt so, wenn ein Bewerber da 10 Minuten sitzen bleibt, dann ist er Delic-tauglich. Und da hat sich halt jemand beworben, ein Dominik Heinexius, hieß er damals schon? Nein, Meier. Der hieß Meier, der hieß erst Dominik Meier, genau. Der saß dann da und hat halt irgendwie, wir haben schon gesagt so, ja, der rutscht so auf den Dorn hin und her so, sein Hintern ist zwar schon ordentlich blutig und er sitzt immer noch, aber er wackelt schon ziemlich so, ne? Und dann haben wir, eigentlich haben Carsten und ich uns schon so zugenickt und gesagt so, nee, lass den mal gleich wieder rausschmeißen so. Aber dann hat er, ist er halt, als er aufgestanden ist, nachdem er sich halt irgendwie den Hintern ein bisschen abgewischt hat, von dem, also den das ganze Blut abgewischt hat, da sagte er dann so im Nebensatz, ach so, übrigens sagt euch vielleicht der Name Marco Höhlen was, das ist mein Cousin. Und der Name sagt uns natürlich was, denn wir hatten uns ja sehr intensiv mit The Whispered World und mit der Historie schon beschäftigt. Und so hat Dominik überhaupt seinen Job bei uns bekommen. Sonst hätten wir den ja nicht genommen. Weißt du? Niemals. Grüße an Dome von dieser Stelle aus. nein, Quatsch. Ja. Aber so ähnlich war es. Ja. Ich erinnere mich halt irgendwie so schlecht an diese Zeit. Das liegt so lange zurück. Ja, war ganz lustig. Damals habe ich ja noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt, wo ich jetzt immer noch wohne. Wieder. Genau, ja. Und dann war ich im wunderschönen Hamburg und da war es mir irgendwie zu kalt. Ja, ihr wart ja auch nicht wirklich in Hamburg. Ihr seid nach Norderstedt-Mitte gezogen. Das war ein Fehler. Niemand sollte in Norderstedt-Mitte wohnen. Niemand. Können wir jetzt nochmal irgendwie, wir könnten eigentlich über Norderstedt so ein extra Thema hier. Ja, genau, das machen wir. Im übernächsten Screen erfahrt ihr mehr über Norderstedt-Mitte. Ja, sehr gut. Okay. Ja, ihr seht schon, die Typen sind ziemlich durch. So. Wir können da irgendwie reinfallen? Ich glaube doch nicht.
Toi, toi, toi. Nein. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Sehe ich nicht. Er geht da schon mal hin. Nein. Nein. Okay. Nein. Einfach nein. Gut. Diese doofe Höhle und dieses doofe Spinnennetz, habe ich wirklich nichts, mit dem ich da irgendwas ausrichten kann. Ja, ich glaube, ich habe alles schon versucht, oder? Ich weiß nicht. Mal gucken. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Messer haben wir halt schon probiert, das Ding. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Nein, okay. Bomben haben wir schon versucht, Messer haben wir versucht. Hose brauchen wir noch. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.